Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. So, wir werden heute weiter hier an unserem Hof basteln, am ersten Teil. Ich muss jetzt aber auch mal schauen, dass ich... hier ist sehr viel Glas drin, das kann ich sehr gut mitnehmen. Was ist denn das? Ich würde jetzt auch ganz gerne mal noch Brot machen. Das geht aber, glaube ich, an der Werkbank, oder? Das muss ich nicht backen. Ja, genau. Da kann ich wenigstens mal zwei Brote futtern. Guck mal, jetzt bin ich schon mal wieder ein bisschen satter. Ich muss dringend gucken, dass ich an mehr Getreide komme, weil das ist sonst echt... Das wird problematisch mit der Zeit. Akazienholz habe ich jede Menge. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Truhe. Eichensetzlinge, die werde ich auf jeden Fall jetzt auch da hinten mal hinstellen. Was sagen hier unsere Vorräte? Ich glaube, ja, die müssen noch wieder ein bisschen wachsen, bis wir sie ernten können. Bis dahin werden wir aber wohl hoffentlich noch hinkommen mit dem, was wir haben. Alles andere wäre unpraktisch. So, und ihr hattet mir jetzt geschrieben, ich bin jetzt so weit, dass ich die Folge gesehen habe. Ihr seid für die Veranda. Pikachu? Ihr seid für die Veranda, das heißt, ich kann da oben das, was ich gemacht hatte mit der Schaufel, das hier, ups, das kann ich sowieso wieder wegmachen. Dann muss ich nämlich hier was anderes hinpacken. Dann würde ich ja wahrscheinlich tatsächlich Steine nehmen. Zumindest erstmal. Ich würde wahrscheinlich später noch was anderes nehmen, aber erstmal wahrscheinlich Steine. Hab ich noch welche? Ja, ich habe noch Bruchsteine dabei. Den Weg habe ich jetzt schon mal. Ich überlege aber, ob ich vielleicht hinten das hier freilasse und nicht ausschachte. Und ich vielleicht stattdessen, so die Werkbank, die stelle ich jetzt mal hier in die Ecke, und ich stattdessen da dann Blumen hinpflanze. Ich glaube, so werde ich das machen, dass ich einen Teil freilasse. Hier würde ich vielleicht, dass es gleich ist von den Ausmaßen... Stopp, da muss wieder Erde hin. Da kommt ja schon der Zaun drauf. Also es wird keine große Veranda. Aber so ein bisschen was wird's. Können wir dann vielleicht mal noch irgendwie eine Bank oder sowas hinstellen? Oder machen wir... Nee, wisst ihr was? Ich glaube... Der Seite mache ich sie vielleicht sogar eins größer. Wir müssen mal schauen, wie das dann aussieht, wenn ich den Zaun habe. Oder mache ich das generell? Die Breite vom Haus. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich das machen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das wird sich auch finden. Da werden wir eh rumprobieren und nochmal umändern und dann wieder anders. Und das wird sich zeigen, wie wir das machen. Aber ich glaube, hier mache ich doch noch eins breiter. Dann muss ich da vorne den Zaun ein bisschen anders anschließen, weil das sieht halt einfach total blöd aus, wenn wir hier nur eins, zwei, drei, weiß ich nicht. Also mit den Vieren, ich glaube, das ist schon schöner. So, dann machen wir bis hierhin Steine. Vielleicht können wir aus den Akazienbrettern ja... einen Zaun machen. Ich glaube, das... Doch, das gibt einen Unterschied, ob... Das wäre jetzt ein Akazienholzzaun. Gucken wir mal, wie der aussieht. Ja, das können wir doch ruhig aus Akazien machen, hätte ich gesagt. Das sieht doch gar nicht so doof aus.
Hoppala, jetzt habe ich da ein bisschen zu viel hingepackt. So, 12 Stück. Da wäre es dann halt ein bisschen anders angeordnet, aber ich glaube, so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Jetzt ist halt nur noch die Frage, ob wir vielleicht unter den Zaun auch Stein machen oder nicht. Aber ich glaube, ich wäre eher für nicht. Ich würde hier außenrum würde ich sowieso ganz gerne noch ein paar Pflanzen setzen. Das möchte ich sowieso nicht so lassen. Das heißt, wir schütten hier auch ruhig mal noch ein bisschen Erde an. Das kann nicht schaden. Ja, findest du auch, ne? Jo. Was ich mir dann jetzt auch ganz gerne bald schon mal halten würde, das wären definitiv Kühe. Ich weiß, dass ich hier übrigens noch Glasscheiben draus machen kann aus dem Glas, aber ich bin immer eher der Fan, das so zu machen. Ich mag es irgendwie mehr. Sieht vielleicht auch jeder anders, was ja auch gar kein Problem ist. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie macht ihr eure Fenster lieber? Macht ihr das auch lieber so wie ich? So, die Haustür, die werde ich komplett, das wird so ein bisschen moderner. Die sollen da eingefasst werden. Ich hoffe, das sieht was aus. Schreibt mir da doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr eure Fenster gestaltet in Minecraft. Das war mal ein Fenster. So. Schon wieder. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, wenn ich das Glas setze. So, damit sind aber die Fenster auf der unteren Etage schon mal fertig. Wir brauchen aber noch deutlich mehr Eichenstämme. Deutlich mehr. Ja, dann müssen wir hier auf jeden Fall mal noch weitermachen mit Abbauen. Irgendwas sollte ich auch mal noch erzählen. Ach ja, genau. Und zwar, ich bin jetzt immer noch am Praktizieren, wie ich das mache mit dem Community-Server. Weil was mir wichtig wäre, wäre, dass der Server durchgehend laufen kann. Das heißt, auch wenn ich nicht gerade online bin, dass ihr eben auch im Offen ein bisschen was tun könntet. Das ist mir eigentlich recht wichtig. Weil ich auch nicht möchte, dass ich jedes Mal, dass ihr jedes Mal nur was machen könnt, wenn ich auch gerade online bin. Weil ich bin halt nicht so oft online in Minecraft. Und halt wirklich nur für die Aufnahmen. Und das wäre ja doof, wenn ihr auch nur dann spielen könntet. Jetzt habe ich aber, ich hatte ja von einigen den Tipp bekommen mit Athernos. Jetzt habe ich aber auch von anderen gehört, Athernos ist der letzte Mist und läuft laggy und braucht Stunden, um zu starten und ist nicht geeignet. Jetzt stehe ich natürlich vor einem Problem. Denn was mir wichtig wäre, ich möchte natürlich die Leute nur per Einladung auf den Server drauflassen. Aber ich stehe jetzt vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das jetzt irgendwie auf die Kette bekomme. Warte mal, da brauche ich vielleicht auch mal noch ein paar von. Ihr könnt mit der Schere auch den Baum in Form schneiden, theoretisch. Das ist auch möglich, wenn ihr irgendwelche kleinen Dekotierchen haben möchtet. Was ich jetzt aber noch machen werde, ist, dass ich den deswegen kahl schneide, weil man dann nämlich auch die einzelnen Blätter hier einsammeln kann und dann irgendwo anders hinstellen kann. Also ich habe jetzt ganz viel Eichenlaub im Inventar. Das so als kleiner Tipp, kann man als Hecke zum Beispiel sehr schön nehmen. Deswegen stehe ich jetzt halt gerade so ein bisschen vor dem Problem, was mache ich jetzt? Weil ich wollte ganz gerne, dass so, ja, so 30 Leute sollten eigentlich Minimum drauf können auf den Server. Auch gerne gleichzeitig. Das wäre mir schon wichtig. Die Kosten aber nun, wenn ich das jetzt nicht kostenlos mache, und ich denke, die kostenlosen Server, wenn es da noch mehr geben sollte, die werden wohl alle ähnliche Probleme haben. Wenn nicht, dann schreibt es mir gerne. Ich
fürchte aber, das ist ein Problem, was die meisten kostenlosen Server dann teilen werden. Und das Problem, was ich habe, ist, dass ich ungerne an die, ja, was hatte ich bislang gesehen, 30 Euro im Monat in einen Minecraft-Server investieren möchte. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant. Und deswegen weiß ich jetzt nicht so richtig, wie ich da weiter mit umgehen soll. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, also ich habe jetzt schon einige Kommentare geschrieben, die sehr, sehr negativ waren, was Aternos angeht. Wenn ihr vielleicht einen anderen Server kennt, einen anderen kostenlosen Anbieter, bei dem das leichter möglich ist, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, ich packe jetzt das Glas. Oh, ich brauche noch eine... brauche auf jeden Fall noch eine Truhe. Dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Ob ihr da eventuell auch noch irgendeine Idee zu habt. Ich bin bei dem Thema halt nicht so bewandert, das gebe ich offen und ehrlich zu. Warum sollte ich es auch nicht? Das ist halt einfach eine Sache, ich habe mich damit ja nie auseinandergesetzt. Deswegen wäre ich da super froh, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet und mir da ein bisschen unter die Arme greifen könntet, mir ein bisschen helfen könntet. Ja. So viel dazu. Ja, die Wolle kann ich eigentlich auch noch da reinpacken. Ja. Den Sand brauche ich jetzt hier auch gerade nicht unbedingt. Genauso wenig wie das Eisenerz. Da habe ich noch Eisenbarren. Ich könnte aber auf der anderen Seite das Eisen theoretisch auch schon mal einschmelzen. Da würde ich das Holzschwert, glaube ich, reinschmeißen zum Verbrennen. Das brauche ich jetzt halt nicht mehr wirklich. Keine Ahnung, wie weit ich damit komme. Wohl nicht besonders weit, aber naja, gut. So, ihr Lieben, das war's für heute. Wie gesagt, helft mir doch gerne mal bei der Serverproblematik. Ich bin gespannt, ob ihr da irgendwelche Tipps für mich habt und Ideen. Also, ihr Lieben, macht's gut und bis dahin. Tschüss!